Moin ihr Lieben da draußen, ja, heute Olli und Udo hier. Olli ist da, Olli kommt zu mir. Komm mal gerade rüber. Nee? Es gewittert. Hi. Und es gewittert draußen. Und dann haben die anderen Angst. Aber wir beide sind hart im Nehmen. Wir machen das. Wir machen das. Was liegt heute an? Ich werde mich jetzt mal um die kleinen Löcher oder mehrere Löcher? Löcher, ne? Um die kleinen Löcher hier kümmern. Die werde ich jetzt zuspachteln hier. Das sind die letzten Arbeiten hier dran. Nein, der Panzer bleibt in der Garage drin. Und Olli wird sich um die Bauteile, die Hermann haben, nicht Hermann, oh, wenn er haben das wieder hört, der Hermann gesagt hat, aber ja. Wird sich Olli jetzt kümmern, der will die lackieren, glaube ich, ne? Genau. Dann sind die Bauteile auch schon. Schauen wir mal kurz ein kleines Gerüst hier, wo ich die aufhängen kann und dann lackieren wir die mal. Ja, so, dann bist du schon mal die ersten Schritte und dann gucke ich mir das noch hin. Ich muss, glaube ich, noch zwei oder drei Stellen da schleifen innen drin, dann ist das auch fertig und dann müssen wir gucken, dass wir die Farbe für den Motorraum kriegen, weil wir den ja komplett neu streichen wollen. Machen. Denkt da nichts bei, dass das also laut ist da draußen, aber hier war gerade Weltuntergang. Also hier hat es geregnet, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Innerhalb von Sekunden, ich war auf der Sportanlage noch, war alles unter Wasser. Also. Kannst auf dem Rasen schwimmen. Ja, also der Sommer ist, dieses Jahr ist das irgendwie ganz komisch. Oh, Udo, ein Panzer kann auch durch die Pfützen fahren, also nicht? Ja, aber du lässt den Panzer jetzt wieder zu Hause, weil Papa glaubt jetzt fest dran, dass er das schafft. Ja, jedes Mal, wenn ich wiederkomme und sehe den Fortschritt, warum hast du jetzt so einen komischen Blick drauf? Olli hat es mir gerade auch erzählt und die Zuschauer haben es mir auch erzählt, hinten ein bisschen zukleben, dass der Spachtel nicht durchgeht. Aber hier sieht's gut aus, Metall. Was sagst du dazu? Also der Panzer, der bleibt schön im Garten stehen. Im Garten? Ja. Ach ja, ich muss die anderen ja wenig, ich will mal ehrlich sein, die sind nicht wink. Sind nicht alle zu Hause geblieben. Die hier sind Urlaub, ist Urlaubzeit. Die hier sind Urlaub. Wilke hat viel zu tun momentan mit seinen Videos schneiden und sein Elternhaus. Und Torben, ihr wisst ja alle, Torben ist Trainer. Darum gibt es heute auch kein 10-Gänge-Menü oder was. Besser ist. Der hat heute Abend Training, aber der hat von mir schon Platzverbot gekriegt und jetzt macht er Laufeinheiten. Da ist mir knallhart drin, ne? Da kommt vom Wegen auf den Platz. Kann er Wasserball spielen, aber sonst nichts. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir den Spachtel da kriegen. Das kann ich hier auch ruhig nochmal erzählen. Ja, ja und nochmal ja. Ihr wisst alle, bei Udo und Wilke, bei dem Minigolf mit Timo, ja, es stimmt, ich habe 7 Schläge gebraucht. Also nicht 6, sondern 7. Und das haben die Zuschauer schön erkannt. Vielen Dank dafür. Und jetzt wissen wir aber nicht, was wir aufgeschrieben haben. Und jetzt gibt es eine Neuauflage davon. So, dann wisst ihr das auch, weil in sämtlichen Kanälen läuft das ja schon. Udo hat betrogen. Nein, Udo hat nicht betrogen. Das war so hektisch da, das war so lustig da. Das hat riesen Spaß gemacht. Und dann sind wir mit den Zählen durcheinander gekommen. Also ich, Timo ja nicht. Ich könnte einfach nicht zählen. Was? Da ist nichts. Braucht ja nicht so viel. Oh, das ist glaube ich ein bisschen zu viel gewesen. Aber mach dir dann härtet es schneller. Das hört gar nicht mehr auf, ne? Nope. Sven, hast du deinen Teller nicht leer gemacht heute Mittag? Oder hast du noch gar nichts gegessen? Ich hatte heute Mittag nichts. Was? Ich habe heute lecker Essen gehabt. Mhm. Soll ich dir erzählen, was? Ja, dann. Ich habe gehabt Kartoffelchen, Frikadellen, Salat und Erbsenmehl. Fein. Ja. Was? Hast du jetzt Hunger? Ich kann dir wohl ein bisschen Spachtel anbieten. Das müssen wir so ein bisschen härten, dann können wir das hier gleich nochmal nachziehen. Das muss ein bisschen hart werden. Ja, ich bin noch nicht fertig. Achso. Ich mache jetzt den Rest. Ich gucke ja noch eben, wo kleine Löcherchen sind. Olli, guck mal, da darf ich da auch was drauf machen, ne? Das sind ja keine kleinen Teile, ne? Das können wir dann noch ein bisschen schleifen. Siehst du das? Kannst du machen, ja. Wenn schon, denn schon, ne?
Hast du auch Hertha beigetan? Ja, natürlich habe ich da Hertha beigetan. Was soll das denn jetzt wieder? Willst du mich jetzt auf? Weil eine ganz andere Farbe ist wieder. Ja. Der Zuschauer wird das schon erkennen, dass ich wieder alles falsch mache. Nein, habe ich gar nicht gedacht, nur weil der halt so weißlich ist. Merke ich mir das Gleichgewicht. Man könnte die Bühne auch runterlassen, ne? Nee, will ich ja nicht. Ja, guck das mal an, das war Didi. Da war Didi noch bei. Ich weiß nicht, wie weit er gekommen ist. Was ist? Ja, alles gut. Du musst nur ein paar Löcher zumachen, die da beim Schweißen neue Löcher reingeschweißt haben. Aber du, wer nicht arbeitet, macht keine Fehler. Und wer arbeitet, macht Fehler. Er hat also hier ein bisschen zu viel Saft drauf, zu viel Spannung drauf gehabt. Dann hat er dann anstatt einen Schweißpunkt zu der Zeit dann Löcher reingebraten. Aber das kann man wieder beiheften. Aber sonst? Das sieht ja interessant. Normal machst du immer punktuell. Ne? Er hat dann hier eine Naht gezogen ein bisschen, zumindest versucht, hier eine Naht zu ziehen. Was ist das eigentlich für ein Stutzen da? Da kommt der Sprit rein. Hier ist auch der Tank drunter und da ist der Tank einverschutzen. Das heißt, hier kommt natürlich ein Gummi wahrscheinlich. Muss mal gucken, müsste ein Gummirohr oder Gummischlauch sein. Und dann geht es, wo in den Tank reingeht. Hat sich da eigentlich schon einer drum gekümmert, wegen neuen Tank? Soweit ich weiß, ist der Hamm damit dran. Ach so, okay. Ich kann noch nicht groß machen, auch mit dem Kabelbaum kann ich nichts machen, weil ich warte seit 3 Monaten auf den Fahrzeugscheinbild. Wer hat den Fahrzeugscheinbild? Gibt es gar nicht den Fahrzeugscheinbild? Doch, Torben. Wie oft habe ich den Torben angesprochen, angeschrieben, er soll mal sehen, dass ich endlich mal den Fahrzeugdaten kriege, weil ohne Fahrzeugdaten kann ich nichts bestellen. Oder mich nicht in Kontakt treten. Lieber Starkoch, wenn du dieses Video siehst und wenn ich jetzt das richtig vernommen habe, seit 3 Monaten, Torben, hast du was vielleicht vergessen? Also das wäre jetzt ja lieb, so lieb, wenn du... Das wäre ja voll was Neues, dass du was vergisst. Ja, das ist ja, also wirklich, Torben, du vergisst ja sonst nie was. Also Torben, ich würde mir jetzt mal Gedanken machen, ob ich mal den Brief bei Olli abgebe. Tja, ich brauche nur ein WhatsApp-Foto, mehr brauche ich nicht. Weil ne, ich muss die genauen Daten haben, damit ich mit den Firmen, die wir ja von den Zuschauern bekommen haben, die Kontaktdaten für die Kabelbäume oder für den Kabelbaum. Aber ohne Fahrzeugdaten will ich da jetzt nicht anrufen, weil dann sagen die immer, ich muss ja nicht wissen, dass das ein blaues Auto ist, sondern ich muss ja ein paar technische Daten haben. Ist so. Ne? So, ohne geht das nun mal nicht. So, ich hab's jetzt ja erwähnt. Na, also Torben, löp, ne? Und dann mache ich jetzt eine ganz offizielle Manta-Antrage bei dir, Torben. Lieber Torben, ich fordere dich heraus zu einem Koch-Challenge. Oje, oje. Was soll das denn jetzt? Ja, ich finde das cool. Und zwar, ohne dass unsere Leute das wissen, kochst du was und koch ich was. Hier, da kommt keiner rein und dann müssen unsere Leute das probieren und die Punkte vergeben und sagen, wer das gemacht hat. Also hier meine offizielle Anfrage an dich. Ich fordere dich heraus. Komm. Dann sind wir mal gespannt, ne, ob den Torben was dazu antwortet. Er kann ja gar nicht anders wie sagen, ja, machen wir, ne? Eigentlich ja. Nicht. Aber wenn er es wieder vergisst. Ich denke mal, aus den Manta-Restteilen kann man noch einen guten Grill bauen. Welche Manta-Restteile? Ach, jetzt aus dem Manta-Restteil hier für Bühne stehen. Olli, er will den Gespräch aufzwingen. Das geht jetzt zwischen. Verdammt, Olli. Bevor das nachher wieder heiß ist, arbeiten ja gar nicht, die quatschen hier nur. Olli war jetzt ein paar Wochen nicht da, weil er ist umgezogen, hierher gezogen und er hatte keine Zeit. So, Olli, pass auf. Zwischen Sven und mir geht das jetzt ungefähr seit 5 Wochen so hin und her, dass Sven das damals immer so gesagt hat, ich weiß, hab eine Idee, oder tut er immer so ein Bild einblenden, wo der Panzer über dem Wagen. So, und jetzt die letzten 2 Mal habe ich zu Sven gesagt, ich glaube, ich komme langsam auf deine Seite. Der Panzer darüber. Das sieht ja wie kein Ende, ne? Nee, das ist das. Oben rum war er jetzt soweit, oder ist er soweit durch? Aber ja, und jetzt habe ich ja gesagt, fahr das Ding mal hoch, da bin ich von unten gucken. Ja, du warst schon dabei. Und du findest immer wieder was du gar nicht so auf dem Bildschirm hattest. Und jetzt guckst du mal genauer mit der Taschenlampe oder was. Siehst du, so wie hier. Habe ich da noch mal gesehen, dass ich da durchgucken konnte. Oder da jetzt gerade, wo ich da war, habe ich da ein paar kleine Löcher gesehen. Dann habe ich das da hinten ja gefunden, wo Didi bei war. So, jetzt ist Christian nicht da. Chris wollte das einsetzen alles. Und wie machst du das jetzt mit aufrecht? Ach so.
hätte noch gefehlt, nicht, der mir dann runterfällt. Ne? Ja, das hast du ja mitgekriegt. Für den Mustang sind alle Teile bestellt. Ne? Ja, genau. Ich muss noch gucken, wenn die dann da sind. Dann, aber das ist der Mann erstmal raus. Ja, ja, aber das ist ein Projekt für den gemacht hier. Ne? Ja. Habe ich ja nichts mit zu tun, haben die anderen nichts mit zu tun, das macht ihr. Den Silikonentferner haben wir nicht als Spraydose. Ne? Nee. Eigentlich habe ich keinen Bock, alles mit der Handlappen abzuwischen. Ja, aber das nützt ja nichts, Mann. Nicht für den. So wie man wissen, ja. Patsche, Patsche, Händchen. Ja, wir müssen mal ein Foto vom Sven, von seinem Nacken machen. Ja. Ne? Einmal um die ganze Welt. Hoppala. Was ist da denn passiert? Ja, alles für die guten Filmaufnahmen, ne? Ja. Beste Mann. Sven, der gibt alles. Alles für den Mustang. Alles für den Manta. Kompletter Körpereinsatz. Muss man ja, muss man echt sagen. Aber man muss auch jetzt sagen, Olli, der ist der Einzige, der noch nie eine Manta-Folge verpasst hat. Ist ja klar, könnt ihr auch. Ohne ihn gibt es ja keine Folge. Leider. Sven, ja? Du musst einfach denken, hier, das sind die Manta-Teile so weit sind wir schon gekommen. Ja. Wenn wir so weit schon sind. Aber das zum Beispiel kann man auch perfekt so in 252 Meter Entfernung stellen. Warum? Auf dem Schießstand. Ja. Ja, da klappen auch immer so. Die ja, Anführungszeichen, Leute. Die Feinde auf und dann kann man dann... Und das ist ja immer, was ich hier liebe, wir haben auch da Spaß bei. Ne? Und dann ist das Wichtigste, das Projekt Manta, das haben wir ja nur gemacht wegen Didi, wollen wir so sagen, weil Didi ja so Manta trinkt. Aber wir haben trotzdem Spaß dabei. Und das lieben wir. Olli ist da ja für später dazugekommen und der macht den Spaß genauso wie wir alle anderen auch. Sven, der macht den meisten Spaß hier, weil er jeden Mal mit dem Panzer rüberfahren will. Nö, diesmal so... Aus der Entfernung 252 Meter mit G36, ja, man trifft damit, das geht. So, ich gehe mal ein bisschen weg, weil es jetzt ein bisschen stinkt. Fertig. Dann ist das fertig. Dann ist es fertig. So, wie gesagt, was Olli gerade gesagt hat, wir lassen das 2-3 Tage trocken, richtig schön durchtrocknen. Dann werden die Buchsen reingepresst. Dann ist das auch schon wieder fertig. Mhm. Und du willst einen Panzer rüberfahren lassen. Mhm. Nee. Also darüber jetzt nicht. Das wäre was anderes gewesen. Ja, lass uns eben da kurz da draußen. Aber ich sag hier immer, ich habe immer so ein schönes Beispiel bei dem Manta. Weißt du noch, die eine Tür, die komplett die Zab auch mitgenommen hat, wo wir das Black rausgeschnitten haben. Und siehst du das heute noch? Nee. Ist hundertprozentig geworden. Das ist ein Fortschritt. Vor allem, du lernst ja auch mit jedem Mal, wenn du was machst. Ne? Wie du jetzt sagst, du siehst jetzt die kleinen Löschelchen. Da hast du am Anfang nicht drauf geachtet, weil du gar nicht weißt, worauf sollst du überhaupt achten. Nee. Ne, und jetzt, wo du im Thema so lange drin bist und siehst da, dann fällt auch viel mehr auf. Richtig. Das ist aber ganz normal. Ich war wirklich, vor 14 Tagen war ich nur auf den Gedanken wirklich. Ja klar, du hast natürlich bei so einer langen Zeit, hast du immer mal einen Durchhänger. Ne? Dann hast du immer mal, dann kommt die Phase, was... Ja, wie gesagt, das haben wir ja schon oft genug in einem Video erklärt. Ja. Das war einfach in dem Moment, wo die hingefahren sind, einfach so ein Blitzkauf. Weißt du, gar nicht drüber nachgedacht, gar nicht richtig nachgeguckt, einfach gekauft. Das war der erste Manta, den haben sie gleich mitgenommen. So. Das Beste, ja. Ja. Und als er dann anfing, als er da damals stand, hat keiner gedacht, dass das so viel Arbeit ist. Das ist erst dann richtig oben im Kopf reingezogen, als er vom Strahlen wieder kam. Da haben wir tausende von Löcher gehabt. Oder Leerdammer, ne? Oder Edammer. Ja, Edammer. Löscher Käse. Ja. Ja. Boah, das zieht aber ganz schön durch die Nase, ne? Ja. Udo? Ja. Warum hast du eigentlich das Panzertape überspachtelt?
Was habe ich? Warum hast du das Panzertape überspachtelt? Hier? Ja. Nee, das weiß ich auch nicht. Das kannst du ja, stimmt. Das kannst du ja, da schleift ja alles wieder weg. Ja, eine hast du nicht, da hast du nicht zugefahren. Was? Das ist kein Loch, da kommt irgendwas rein. Ja, ja. Nein, aber hier ist ein Panzertape. Die macht ach so. Das hast du nicht gespachtelt. Aber wenn du nachher wegschleifst, ja, dann ist das Panzerband auch weg. Aber wann ist das da drin? Irgendwie kommt da Schrauben durch. Hier sind auch ja welche. Oder haben die das nachgebohrt hier? Ich kann es dir nicht sagen, ob da am Werk Schrauben reingehören. Ja, darum. Weil hier ist ja der Stoßfänger, der geht ja hier am vorbei. Ja. So, da sitzt der Blinker drin. Blinker? Ja, der Blinker ist da drin. Und für die Löcher sind, kann ich nicht sagen. Vielleicht war da mal irgendwie mal, hier würde ich fast sagen, könnte man ein Spoiler gewesen sein oder nicht. Keine Ahnung. Ja, das können wir jetzt ja nicht alles zumachen. Und Spoiler. Muss ja auch nicht, muss ja auch nicht. Leute. Die Löcher müssen auch nicht zu. Es waren hier auch mal Zusatzscheinwerfer angebaut. Was darf die Löcher waren? Ich glaube, Sven, du willst mich wieder herausfordern. Hm? Ja. Ist so. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so, weiß ich nicht, seit Wochen so ein Gefühl. Weißt du, erst mit dem Panzer hast mich schon auf deine Seite gezogen. Jetzt fängst du wieder mit den Löchern. Soll ich wieder umschwenken, damit der Panzer doch kommen soll? Ich weiß nicht, was du vorhast. Ich bleib bei meiner Meinung. Ja, ich nicht. Das ist ja wohl. Schon wieder Kaffee fertig. Cool. Auch wenn sie lackiert sind, kann man die gut als Zielscheibe benutzen. Ja, komm, klar. Vor allem siehst du jetzt die Einschüsse besser, weil die ja wegplatzen. Hast du nicht wieder hell. Deswegen ja. Ja, du siehst das ja auch. Teile für den Mann dann zu kriegen ist ja schon schwer. Ja, klar, du gehst nicht ans Regal und holst dann so raus. Dann muss nee, und haben, der arbeitet ja bei Opel. Bei Opel. Ja. Und er sagt selber teilweise, wir müssen nachforschen, ja, wo wir es herkriegen können. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Nee, dann hätten wir vielleicht nicht so ein altes Modell nehmen müssen. Ne? Und wenn den Sven seinen Gesichtsausdruck sehen, ne? Ja. Nee, ich sag schon, sonst krieg ich könnte fast ein Kremlin sein. Ne? Ja, nee, so. Okay. Ich krieg ja letzte Zeit. Ich bin der Manta Grinch. Manta Grinch? Ja. Das ist dein neuer Spitzname. Manta Grinch. Nenn mich einfach Grinch, witzig. Kann auch grün Schuhe anziehen, reicht zu Hause. Ja, hast du nicht zu Hause. Ja, zieh ich aber nicht hier an, weil ich den mir nicht einsauen will. Ach so. So, wie geht's weiter, bevor wir jetzt hier nur wieder 20 Jahre laufen? Ja, wir wollen es einmal schleifen jetzt schon. Ja, kann ich wohl, eh. Genug Härter da rein. Genug Härter da rein. Ja, ich hab Gefühl, ist schon hart, auf jeden Fall. Das muss er natürlich wieder betonen, ne? Das ist komisch, Olli. Ach so. Ist halt so, ne? Ja, ich verstehe ihn auch nicht. Er versucht immer wieder den Kahl reinzuschmeißen. Aber mir kommt das so vor, als wenn ich hier eine Delle drin ist, aber das gehört so. Das Ding besteht aus Dellen. Ja gut, wenn das Ding weiter oben wäre, angepasst wäre, dann ja, passt das, ne? Aber merkst du, aber ich hört nicht auf. Aber ich sag mal nichts zu den Dellen hier. Ne? Nee, er hört, da müssen wir alles nachspachteln. Ja klar. Ja, warum sagst du das denn nicht? Ja, du holst ja gleich Spachteln mit und mach das fertig. Dann machen wir das gleich heute noch. Das musst du aber machen. Da hast du ein Auge für. Ist das nur die Beule hier oder auch? So, dann macht man dann was fertig. Kommen die letzten Beulen auch her. Ob das die letzten sind oder nicht? Sven, du spielst mit deiner Glatze. Wir kriegen das schon hin, Olli. Wir lassen uns auch von Sven jetzt nicht mehr. Ne? Ich mach doch gar nichts. Nö, nee. Was mach ich denn? Nö. Ich geb der Spachtelmasse halt auch Zeit zum Härten, ne? Und gib die Schnur härter rein. Nur die Harten kommen in den Garten. Ja. So, liebe Leute. Ja. Jetzt haben wir einige Sachen wieder weggemacht. Genau. Wieder. Du hast nur was drauf gemacht. Nicht wirklich. Nee, das habe ich schon geschliffen hier. Da durfte ich ja nicht, weil Olli ja das hier noch spachteln wollte. Aber auch nicht 100%. Das habe ich bis auf die Kante muss ich noch machen. Ja. Das habe ich alles glatt. Ja. Was soll Sven? Bei aller Liebe. Das war das Wichtigste. Jetzt können wir die Dinger. Büchsen einpressen, Gummis einpressen. Richtig. Dann sind die Teile auch schon wieder fertig. Ihr seht, wir kommen wieder voraus. Der Panzer muss noch ein bisschen im Garten stehen bleiben. Olli kümmert sich darum, dass die Schrauben, dass wir die kriegen. Aber wir müssen auch nur gucken, welche Größen wir brauchen. Und dann haben Bescheid sagen. Ja, aber ich sag mal, das sind so teilmetrische Schrauben, da muss jetzt nicht original Opel draufstehen. Nee. Das,
Richtig. Kann man auch aus dem Zubehör. Am besten nie runter, die rosten nicht so schnell. Ja, naja, brauchst du den aber nicht alle Bremsen hin. Udo, kennst du eigentlich solche kleinen Metallbausätze, wo man solche Figuren zusammensetzen kann? Bausätze mit kleinen Figurchen? So, kleine Autos, wo so Metallschrauben dabei sind, so eine. Nee, will ich gar nichts mit zu tun haben, ich mag keine Feinarbeit. Nee, ich meinte, kann man ja selbst anfertigen. Ja, ja. Natürlich. Manta im Mini-Format kaufen. Was meinst du eigentlich? Ich habe ein Nachricht vom Zuschauer unter dem Post vom Manta Club, also vom Fuscher. Mhm. Da steht drin 10 Jahre. Dann dauert es aber noch länger, wenn ich mit den Schrauben anfange und muss sie selbst fertig machen. Und ich dachte, wir stanzen aus dem Ding ein paar Teile und. Ach, Sven, jetzt hör auf, was soll das? So, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch einen schönen Abend, der hört nicht auf. Mann, und das nervt mich dann schon wieder, da fahre ich schon wieder hoch. So, weißt du, was schlimm ist? Ja, fängst du auch noch an, oder? Nee, dann nächstes Mal macht er wieder weiter. Ja, ja. So, wir wünschen euch einen schönen Abend. Tschüss.